Ja, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Fans in der Sparkassenarena, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Achtelfinal-Rückspiel der Velux ERF Champions League zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt. Nach dem 30-21 im Hinspiel gewann der THW auch das Rückspiel mit 33-28. Zur Halbzeit stand es 16-10. Beste Torschützen auf Kieler Seite waren Steffen Weinhold, Dominik Klein, Philipp Biecher und Marco Wujin mit je 5 Treffern. Als Gesprächspartner begrüße ich von unseren Gästen Trainer Lubom Ivanis und Anders Eggert sowie vom THW Kiel Trainer Alfred Gislason und Dominik Klein. Herr Ivanis, Ihr Statement bitte. Ja, guten Abend und Glückwunsch Alfred, Dominik für nächsten Schritt. Sehr verdient, in 2 Spielen waren sie besser, kann ich so viel sagen eigentlich. Heimspiel war für uns ein Spiel, wo wir, kann man sagen, nicht auf Niveau gekommen sind und hat uns natürlich wehgetan. Hier heute finde ich trotzdem, dass wir versuchen, etwas zu machen und nicht nur hinfahren und akzeptieren, dass wir haben eine Niederlage, eine ganz große Niederlage zu Hause gehabt. Wir versuchten zu gewinnen mit allen Mitteln, was wir gehabt haben. Und da bin ich natürlich zufrieden mit. Wir haben ein schweres Jahr gehabt. Ich meine, das war nicht optimal für uns mit unserer Kader. Viele verletzte Spiele, viele Krankheiten und so weiter. Deswegen spielen wir auch gegen Kiel schon in einem Achtelfinale. So, Glückwunsch zum Kiel. Aber ich muss auch sagen, dass meine Mannschaft nicht nur jetzt, sondern die ganze Saison bis jetzt sehr hart gekämpft haben. Und wir können, also ich sage nicht stolz sein, rauszufliegen, aber wir können schon mit einem Kopf hoch raus von der Halle heute gehen. Und viel Erfolg weiter. Vielen Dank, Herr Ivanis. Alfred, dein Statement bitte. Ja, guten Abend. Danke, Lubo. Also für uns waren wir natürlich extrem zufrieden mit dem Hinspiel, wo wir wirklich überragend gespielt haben. Und ist ein bisschen schwierig, in so ein Spiel reinzugehen, wissen, dass man eigentlich verlieren kann. Aber und dann kommen dazu die Ausfälle bei Flensburg. Das war hart. Ich sag nicht, uns aus dem Konzept gebracht, dann wusste man auch nicht so richtig, was da kommen würde in Abwehr. Und offensiv habe ich schon mit gerechnet, aber 6, was nennt man die Sache? 6-6? Oder, aber egal. Aber ich denke, wir haben schon trotz, also auch Riesenlob an meine Mannschaft, wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen, ganz egal was. Und Gas geben haben wir auch gemacht. Die Abwehr stand sehr ordentlich in der ersten Halbzeit. Johann war sehr gut. Und das Einzige, was wir da sicherlich, was man worüber meckern kann, ist die Chancenauswertung bei Alleinstehen gegenüber Anderson. Und deswegen haben wir uns nicht so noch klarer abgesetzt. Aber wir haben, denke ich, gut gespielt und verdient gewonnen und sind sehr zufrieden damit, dass wir jetzt weiter sind. Auch Flensburg alles Gute. Ich hoffe, alle bald wieder gesund an Bord und viel Glück in der Liga. Vielen Dank, Alfred. Herr Eggert, ja. Sie haben gesagt, Achtelfinale gegen Kiel, das war eine besondere Situation, denke ich, so früh auf den THW zu treffen. Wie haben Sie es heute gesehen? Ja, absolut. Wie Hubo es auch sagte, wir hatten ja nicht gehofft, dass wir schon hier gegen Kiel spielen sollten in Achtelfinale, aber als Vierter in der Gruppe gab es ja nur souveräne Gegner. Wir haben gekämpft. Das war natürlich ärgerlich mit diesem Spiel in Flensburg, wo, wie gesagt, das Niveau nie erreicht wurde von unserer Seite. Aber heute haben wir gekämpft. Das war schon ein tolles Spiel. Das war schon viel besser unserer Seite her. Ärgerlich, aber Kiel war das bessere Mannschaft. So war das. Und Glückwunsch an die Kieler. Vielen Dank. Dominik, 30. Derby. Wie war es für dich heute? Ja, wieder überragend, ne? Dass man so eine
Zuschauerkulisse hinter sich stehen hat. Das hat einfach dieses Kribbeln wieder dazu geführt, dass man auch als Spieler konzentriert bleibt. Man hat auf dem Weg zur Halle heute vor dem Spiel schon ein mentales Problem, weil jeder 10.000 kommen hier rein und wissen, dass wir mit 9 Toren zur Halbzeit führen. Aber dann zum Aufwärmen zu kommen und diese Atmosphäre zu spüren, das hat uns Spielern geholfen, motiviert zu sein. Und deshalb Dank gilt an die Fans, dass sie uns so unterstützt haben. Das brauchen wir natürlich im Rückspiel, im Viertelfinale genauso. Apropos Viertelfinale, gibt es da einen Wunschgegner bei euch beiden? Also ich habe bei der letzten Auslosung richtig gelegen. Ihr sagt, wir kriegen das schwerste Los. Wir haben Flensburg gekriegt und ich habe schon mich längst festgelegt, dass wenn wir weiterkommen gegen Flensburg, dann werden wir Paris bekommen. Also Dominik? Ja, das ist doch ein schönes Spiel. Kommen unsere Heimkehrer Titi und Daniel nach Hause und gegen die haben wir schon gespielt. Also wenn es am Dienstag so kommt, dann wird die Halle, glaube ich, im Rückspiel genauso voll sein wie heute, weil es gab keine Karten mehr. Ist gut. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die Beteiligten? So viel los, aber keine Fragen heute. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Interesse. Auslosung Viertelfinale, 11.30 Uhr am Dienstag. Wir freuen uns alle drauf, drücken beiden Mannschaften für den weiteren Saisonverlauf natürlich den Weg. Die Daumen, Entschuldigung, und wünschen allen einen guten Nachhauseweg. Vielen Dank für Ihr Interesse. Kommen Sie gut nach Hause. Danke. Tschüss.